Jo, da wäre er wieder. Bevor ich mich jetzt um Strom und Türme und so weiter kümmere, noch ein, zwei Sachen aus den Kommentaren. Zum einen, dass ich eventuell die Slowdown-Kapselgeschichte, die da nicht beschränkt habe. Gucken wir doch mal. Doch, habe ich. Das ist gut. Das war das eine. Das andere, die Sandsackproduktion. Dass man da eventuell ein blaues Ärmchen nimmt, damit die Sandsäcke schneller hergestellt werden, wo die gar nicht mehr arbeitet. Okay. Dann hole ich mal ein bisschen Sand. Also ja, theoretisch könnte man da wahrscheinlich einen blauen Arm reinschmeißen und das ginge dann auch schneller. Aber wie man gerade sieht, so selten wie ich da nachgucke, bis dahin ist das eigentlich alles immer schon verbraucht. Und es sind auch schon blaue Ärmchen da. Komisch. Also eventuell hinken die Kommentare ein bisschen hinterher. Aber sind beide nicht mehr relevant. Das heißt, wir können uns jetzt um Strom kümmern, um Roboports kümmern. Ah, oh, warte, stopp, 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 stopp. Wir holen uns vorher die Eisenzahnräder. Sparen wir uns ein paar Zwischenschritte. Nehmen wir gleich ein paar mehr. So, ich hätte gerne. So, nein, den zweiten nicht. Ich will keine 40 roten Chips selber herstellen müssen. Acht? Acht klingt schon besser. Genau, ich wollte dann auch noch einen Blick darauf werfen, wie das mit den grünen Chips ist. Also erstmal eine Fabrik schon mal planen. Aber erstmal nur blau. Ob gelb denn hinhaut mit Kupfer und Kupferdraht, muss ich schon wieder gucken. Du legst bitte rein. Das scheint ja jetzt schon mit dem Draht nicht hinzuhauen. Was ist da los? Hier ist ganz viel Draht. Achso, die Roboter kommen nicht hinterher. Also ja, ich habe gerade hier ein bisschen denen was zu tun gegeben. Warum holt ihr jetzt das ganze Stein da hinten ab? Warte mal. Das behebe ich mal ganz kurz. Du, mach daraus bitte eine Eisenkiste. So, gib mir das alles und dann können wir das später irgendwann mal abholen. Muss ja nicht sein, dass wir jetzt alle Roboter komplett auslasten, wenn wir eigentlich wichtigere Dinge machen müssen. Sind immer noch ausgelastet. Mist. Okay. Wer braucht Stein? Du brauchst Stein. Gut. So, was wollte ich? Ich wollte da oben eigentlich arbeiten, bevor ich hier abgelenkt wurde. Du da, Shift rechts, Shift links. Du hättest gerne Kupferdraht und Eisenplatten. Und du stellst bitte her grüne Chips. Und zwar mit Pollution Cleaning Modulen bei den Fabriken. Ja, bei den Fabriken war, glaube ich, das mit am effektivsten. Und hatten wir uns nicht auf Licht obendrauf geeinigt? Ja, hatten wir. So. Da ist schon oben drauf, okay. Roboport ist fertig. Das heißt, ich bapp jetzt dich mal da drunter, richtig? Oh, kannst du Bäume hier weg? So. Haus vom Nikolaus ist soweit okay. Ja, schön gerade Linien, alles. Was? Wir werden angegriffen zum ersten Mal. Okay. Da abreißen und einen aufbauen. Das ist jetzt nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Warum greifst du von unten an? Das ist doch keine verdammte Basis. Nein, meine. Oh Gott. Genau, da ist mein Kupfer und mein Eisenzeug. Und da sind Module drin und. Nee. Lass mich hier durch. Wo seid ihr? Oh, sie kommen gerade durch. Mein Mining-Drill ist kaputt gegangen. Ist vertretbar bisher. Beißt hier noch irgendwo irgendwas? Machen wir hier alles weg, damit ich sehen kann. Ja, hier beißt noch was. Okay. Damit hatten wir unseren ersten offiziellen Angriff. Das kommt jetzt aber nicht durch Schnüffeln. Sondern die wollten wohl hierhin expandieren.
Und da war die Mauer im Weg. Ja, schön und gut. Also der Grund ist ja nicht mehr wirklich... Kurz weg. Der Grund ist ja nicht mehr wirklich wichtig. Die Tatsache, dass sie es einmal gemacht haben, ist wichtig. Frage ist jetzt, versuchen sie es gleich nochmal hier eine Basis hinzusetzen? Oder ist das immer nur so random? Weil wenn sie es so lange hier versuchen, bis sie es schaffen, dann ist es ja quasi das gleiche wie die Angriffe durch das Schnüffeln. Weil wenn eine Basis schnüffelt, also unseren Smog, dann greift sie immer und immer und immer wieder an. Das hatten wir in der letzten Staffel sehr exzessiv. Was am Ende auch gut war, weil wir so die ganzen Edelsteine bekommen haben. Aber jetzt so am Anfang, was die Verteidigung angeht, können wir das nicht so ganz gebrauchen. So, Spielerinventar macht gerade nichts. Dann mach doch mal bitte Roboport, ja. So, ich brauche hier unten Roboport-Abdeckung. Das wird schwierig. Oh Gott. Das wird richtig schwierig, weil da unten war es ja gar nicht vorgesehen. Das war ja nur so ein Außenposten, den wir gemacht haben, damit wir schneller an die Ressourcen rankommen. Hier soll ja keine richtige Verteidigungsanlage hin. Ugh, was mache ich da jetzt? Ich könnte einfach eine Dreifachmauer setzen. Oder eine Zweifach reicht eigentlich schon fast. Ich setze eine Zweifachmauer. Dann werde ich auf jeden Fall gewarnt, wenn die wieder versuchen, eine Basis da zu setzen. Und ich habe genug Zeit hinzulaufen, sie selber zu töten. Weil noch geht das ja. Noch kann ich ja selber die Angriffe vernichten. Wenn da jetzt Könige und Königinnen bei sind, dann wird es später schwierig. Aber jetzt sollte das klappen. Das heißt... So, Baum weg. Und ich brauche mehr Sandtürme, Dinger. Und ein Drill. Ein Drill hier hinten fehlt. Und Strom wurde gekappt. Strom wurde gekappt? Wo? Achso, hier ist irgendwie keine Verbindung. Warum auch immer. Könntest du dich bitte verbinden? Bist du doch. Ah, okay. Nee, immer noch nicht. Strom, Strom, Strom. Da wurde ein Pol vernichtet. Und an dem hängt das. Gut, und du brauchst noch Ärmchen und Ärmchen. Der Rest ist okay? Rest ist okay. Habe ich noch irgendwelche anderen Mauern? Nein. Ja. Okay. Jetzt haben wir hier auch eine Lücke drin. Das ist schon mal auch nicht so gut. Oh, weia, weia, weia. T. Snipergewehr ist fertig. Mir wurde angeraten, dass ich auch ballistische Munition erhöhe. Das zählt wohl auch für Snipergewehr. Wobei, ich habe gerade gesehen, die Türme sind wesentlich wichtiger. Wir brauchen jetzt die Lasertürme. Und zwar die Laser-Topaz-Türme. Jemand hat in den Kommentaren vorgerechnet, dass ich irgendwie 2000 grüne, rote und hellblaue brauche, um die zu erforschen. Ja. Oh nee. Es sind ein bisschen mehr. ja. Gut, also jetzt Silber erforschen, go. Dann hole ich jetzt die Sandmauern, setze die unten hin, Reihe, außenrum. Und lauf dann halt immer dahin, wenn es dann aktuell ist. Du. Nee, du. Oh ja, sehr gut. Kommt alles mit. Dann hätte ich gerne hier ein bisschen Holz eingelagert, damit ich mehr Platz habe. So, ein bisschen Kohle ist okay. Strom, ja. Strom ist problematisch. Bau bitte davon 3 Stück. Die bappen wir dann irgendwo zwischen, wo es gerade passt. Was wollt ihr mir geben? Stahl. Ich glaube, ich nehme ja einfach hier genug für einen Stack. Dann müsst ihr das nicht machen. Oh, rote Chips, das ist gut. So. Ihr seid alle am... Warum bist du nicht am Arbeiten? Achso. Ja, das müssten theoretisch grüne Ärmchen alles machen. Aber da habe ich jetzt keine Zeit für das einzustellen. Geh bitte runter, setz die Mauern... Er kauft die Zeit. So, ich habe einen Roboport gebaut gehabt. Soll ich den jetzt weiter nutzen im Westen, um da die ordentliche zu bauen? Oder soll ich hier irgendwo unten
das machen? Ich kann ja hier ein eigenes Roboport-System hinbauen, fällt mir gerade auf. Also, setz mal auf, während du redest und denkst. Also ich könnte hier unten ein komplett eigenes Roboport-System aufbauen. Einfach nur einmal, um die Mauern abzudecken. Damit, falls die Beißer kommen, dass die Roboter hinfliegen und die Mauern ersetzen. Wobei das nicht so wirklich hundertprozentig funktioniert. Das hatte ich letzte Welt getestet gehabt, ganz am Ende. Als wir oben... als wir oben diese Farm bauen wollten. Also so eine Monsterfarm quasi à la Minecraft. Dass wir direkt um die Spawner rum halt Türme hinbauen und die werden immer kaputt geschossen. Das war der Plan. Da hatten wir einen Angriff dann bekommen und die haben sich durch die Mauern durchgebissen von uns. Unsere Roboter kamen an, konnten die Mauern aber nicht setzen, weil da die Beißer drin standen. Das heißt, das Einzige, was die Roboter eigentlich machen, ist, wenn die Beißer erstmal tot sind, dann die Mauer zu ersetzen oder hinter den Beißern, wenn sie einmal durch sind, die Mauer zuzumachen. Was jetzt nicht so wirklich super praktisch ist. Und hier muss ich gar keine Mauer mehr setzen. Die kam ja von da unten irgendwo. Okay. Lass mich durch. So. Genau. Schönen Weg hier machen. So, also Mauer fürs Erste gesetzt. Wir haben jetzt ein bisschen längere Vorwarnzeit und vorhin hat es auch schon geklappt. Also vorhin war das ja nur eine ganz normale Steinmauer. Da sind sie durchgebrochen und ich habe es zeitlich noch geschafft und es wurden nur ein, zwei Kleinigkeiten zerstört. Das sollte also erstmal okay sein. Das Snipergewehr. Bau Zinkplatten. Und Bleiplatten. Wenn dann hier, genau. Hier schon mal Blei. Zink, wenn dann hier oben. Was ist Tin? Sieht Zink aus. Oh, gib mir das, gib mir das. Da sind 15 Zinkplatten. Das wird nicht reichen. Nö. Zink. Also Zinn. Z-I-N-N war da unten. Z-I-N-K. Wo war das? Ich weiß, es da oben da war. Da oben war alles. Das war eine richtig schicke Ecke. Mache ich aber lieber tagsüber, ne? Dauert ja nicht mehr lange. Okay, setz mal den Roboport. Den haben wir da schon. Den nächsten dann bitte. Ich mache einfach das Muster jetzt oben weiter. Ich verteidige ordentlich nach Westen. Und im Süden muss ich halt nach und nach helfen. Das heißt, du sitzt... Ich sehe hier gar nichts. Das sollten wir wahrscheinlich auch tagsüber machen, ne? Was mache ich denn nachts? Ich könnte meinen Spieler-Crafting-Gedöns da... Das Nachtsichtgericht könnte ich bauen. Auch wenn es jetzt gerade Tag wird, aber für später mal. Vielleicht haben sie da ein bisschen was gedreht. So, gib mir... Was? Keine Fabrik? Nein, gib mir das da. Und zeig mir hier den Rand, damit ich weiß, wo sich das Ding überlappt oder nicht. So. So. 1, 2, 3, hier mitten ins Wasser. Da müsste der nächste Roboport. Das ist unpraktisch. Habe ich vielleicht noch... Nö, Lenfel habe ich auch nicht mehr dabei. 9 Stück werden nicht reichen. Gut, also oben Roboport erstmal keine. Das heißt, ich husch runter. Hier ein Roboport. Da ein Roboport. Warum meckert ihr? Auch so, weil ihr keine Ärmchen hattet. Ding... Wir müssen noch über noch Lasertürme dazwischen. Und das wird auf keinen Fall reichen, oder? Ja doch, 4 Mauern, da kommt erstmal kein weiter durch. Ein Thema, das angesprochen wurde, ist, dass die später nicht schnell genug nachladen können. Weil wir brauchen die Munition halt recht schnell und die Ärmchen kriegen das nicht schnell genug hinterhergeschoben. Und das Fließband ist irgendwann leer. Weil es halt nur eine Kiste gibt, die das dann immer rauflegt. Das heißt... Eigentlich müssten hier jeweils Kisten hin. Aber ich denke, ich versuche das zu überspringen. Also ich baue es jetzt einmal runter, damit komplett hier überall theoretisch welche hin könnten fürs Erste. Aber ich versuche so schnell wie es geht auf die Topaz-Türme zu kommen. Dann kann ich diese ganze Turret-Geschichte komplett
lassen und spare mir dann die ganze Herstellungskosten für die Munition. Was wollte ich jetzt bauen? Genau, Roboport. Roboport. 1, 2, übers Springen hier unten hin. Du kriegst erstmal Licht. Da bist du. Sieht gut aus. Sieht gut aus. So, hier hätten wir jetzt auch Roboterabdeckung. Das heißt, das da unten wird jetzt auch noch abgerissen von den Robotern. Könnte die vierte Mauer setzen, mal ganz so wichtig ist das da auch nicht. Sind die Engines fertig? Ja, sind sie. Gut. Dann setz doch mal da und da einfach einen ran.